Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talked Assassin's Creed 3. So, ja, wie ihr seht, reiten wir gerade wieder von den Grenzlanden zurück nach Boston rein. Und zwar, das ist der Grund, ich habe mir ein wenig Sachen mal angeschaut. Ich habe auch hier in der Stadt etliche Sachen jetzt gesammelt und gemacht und getan. Also alles, was sammelbar ist, habe ich in der Stadt eingesammelt und gefunden und gemacht. Grenzland, ja, da haben wir noch, oder habe ich noch einiges vor mir. Das meiste davon ist auf jeden Fall, sind es die Federn, die noch gesammelt werden müssen. Noch ein paar kleine Missionen nebenbei und das war's dann auch schon. Ey, lauft mir nicht vors Herz. Und ja, sonst gibt es eigentlich gar nichts mehr. Wir sind jetzt gerade dabei, jetzt halt die nächste Mission zu machen. Da ich, ja, genau. Da ich ja jetzt doch so sehr viel schon gesammelt habe. Ich hatte schon mittlerweile über 25.000 zusammen an Kohle. Hab das in Karten investiert. Beim Händler. Und somit sozusagen, ja. Naja, halt mir alles freigeschaltet, wo ich halt was suchen muss oder was finden kann. Und da dachte ich mir, ja, mache ich und gut ist. Mein Sammeltrieb ist einfach da höher, also wieder rausgekommen. Ja, ansonsten gehen wir jetzt eben halt zur nächsten Mission hier. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was das für eine Mission jetzt hier ist. Ups, ja, Entschuldigung, ich habe gerade aufgestoßen. Aber werden wir jetzt gleich sehen, was es ist. Mal schauen. Stefan, was ist los? Wo ist Sam Adams? Wen kümmert's? Ich wurde beraubt. Ich brachte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich. Oh. Wo willst du denn hin? Mir wiederholen, was rechtmäßig meins ist. Okay. Dann machen wir es so. Der will ja jetzt nicht die zwei Wachen hier. Oh, ja, so. Ein paar jämmerliche Rotröcke warten auf eine Abreibung. Hier schlage ich auch noch das Gesicht. So macht man das. So. Gut, dann muss ich das also fix machen. Na los, weiter. Sie nahmen mir meinen Vater in Kanada und nun nehmen sie meinen Besitz hier. Oh, es reicht. Oh, wir... Das habt ihr hundertfach verdient. Ich sehe gerade, wir haben gerade eine Meute hinter uns. Okay. Gesamte Soldaten, das habt ihr hundertfach verdient. Okay. Ah, ich glaube, das da unten wird es auch noch was. So. Okay. Das ist unsere Stadt. Naja, weiter geht's. Es ist Zeit zu kämpfen. Gut, die drei haben wir auch. Bitte, halte ein und höre mich bitte an. Ich habe lange genug zugehört. Die kommen in mein Haus und nehmen meine Sachen. Ich werde mich rächen. Der Verantwortliche wird dafür büßen. Und seine Freunde auch. Ich war lange ein friedlicher Mann. Lernt meinen Zorn kennen. Na, die zwei hier vorne, ha? Hey, suchst du Streit, Engländer? Komm schon! Ich muss echt dafür sorgen, dass er jetzt hier, ja. Vier Leute? Ernsthaft? Hey, Rotröcke! Euer König! Ach, Mist! Och nein. Gehst du? Wo ich hingehe, ich kann.
kann den Engländern nicht entkommen. Sie vertrieben mich. Mist. Ich fand eine neue Heimat. Und auch die wollen sie mir nehmen. Ah, dieser offene Konflikt wieder. So, wo will Stefan hin jetzt? So ist recht! Ach. Man kann gegen Unrecht ankämpfen, aber doch bitte nicht so. Oh nein. Lauf da weiter. Danke, Stefan. Ich nehme das Gewehr lieber mit. Die Wachen nehmen ihn das sicher bald ab. Da! Da! Ergreif ihn! So. Zerstört? Du blöder Bastard! Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen, sein Tee hätte sich spontan selbst entzündet? Unsinn! Jemand ist dafür verantwortlich und du wirst herausfinden, wer... Und versagst du, weide ich dich aus und finde einen anderen, der es kann. Was nun? Ein Fenster öffnen. Ein Fenster öffnen? Setzen Sie Ihren Assassinenrekruten im Kampf ein oder nutzen Sie ihn die was einzigartige Fähigkeit halten, T gedrückt, um Assassinen reden zu... Achso. Okay. Fähigkeit? Seht euch meine Appetite. Halt. Gurken, Stockbohnen, okay. Zwiebeln, Knoblauch. Wer zur Hölle bist du? Wow. Warum? Du hast kein Recht, die Leute zu berauben. Ob das Parlament zustimmt oder nicht. Britisches Parlament? Ich arbeite für William Johnson. Johnson? Beende seine Qualen anständig. Bitte. Wer bei mir kauft, kann sicher sein, dass er... Oh. Die Leute haben scheinbar ein Ohr für dich. Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche. Deutlich. Und das ist tausendmal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe. Sollen's die Briten doch behalten. Du hast dich heute bewährt. Ich sagte vorhin, ich gebe dir ein Ale aus, wenn du mir hilfst. Statt des Biers biete ich dir Gefolgschaft. So du willst. Deine Hilfe ist willkommen und ich danke dir. Jetzt muss ich wohl zu Sam Adams. Okay. So einfach geht's. Einfach hin und zack, die Axt. Krasse Scheiße. Okay, kannst du... Kann ich das irgendwie alles nachlesen? Ach so. Nee, schade. Achso, T gedrückt. Genau. Woher weiß ich denn? Attentat. Aufwiegeln. Ach so. Ach so, okay. Gut. Animus-Daten William Johnson aktualisiert, klar. Und Stefan, unsere erste Assassine sozusagen. War hier gerade ein Pferd? Nö. Na gut, dann gehen wir zur nächsten Mission. Da haben wir doch schon mal ein Pferd. Das heißt, schon haben wir unseren ersten Assassin. Das ist schon mal ganz cool. Ja, ja, alles fängt mal klein an. Und wir so oft schon. Aber naja, ist doch schon mal ganz cool. Geht mir aus dem Weg. So.
zurückschicken. Mitsamt der Ladung. Hi. Aber okay. Lässt sie nicht auslaufen. So. Was geschieht nun? Wir warten auf das Signal. Welches Signal? Mehr kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes beitragen. Dieses. Aha. Guten Abend, Gentlemen. Sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffin's Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Denn heute Nacht sind wir alle Sieger. Die Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's? Ja, ich soll also für euch den Weg frei machen. So ungefähr. Mist, noch mehr Wachen. Wir müssen den Zaun der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür. Die Wachen erledigen. Achso. Einen Moment. Das sind 6 Mann. Du bist hier nicht erwünscht. Ja, ich will aber nur hier durch. So. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Eine fliegende Kiste. Ich glaube, die sollte nicht so fliegen, oder? Ach, das sind die ganzen Tees. Warte mal. Ach, jetzt kann ich nicht aufwiegeln machen. Okay. Ich wollte sie aufwiegeln deswegen, aber naja. Wenn es so nicht geht. Okay. Schmeißen jetzt gerade den ganzen Tee rüber. Oh, Soldaten. Soldaten! Wir müssen sie in Schach halten, solange der Tee versenkt wird. Ich helfe dir. Sag, was ich tun soll. Ins Wasser werfen, Rotröcke war. Achso. Okay.
Ach so. Luftattentat mit einer Muskete, okay. Na. So, das habe ich schon mal. Nein, zurück. Nein. Warum bin ich vom Boot? Ich wollte nur ein Luftattentat machen. Hier, Tee. Tee für alle. Na gut, und noch mehr Tee. Das wird die fetteste Teeparty hier, ja? Oh. Also. Ja, jetzt machen wir nur das Wasser hier drin heiß, schon haben wir Tee. Abgekochten Earl Grey. Na? So. Nein! Er will uns abschütteln! So. Eins. Zwei. Dein Schicksal holt dich an! Mist. Ich brauche noch einen ins Wasser schubsen. Na los, komm her. Okay. Schneller, Jungs! Bleibt an ihm dran! Ich sehe ihn. Genau, dann halt so. Ich schmeiße jetzt einfach meine ganzen Tee hier weg. Oh. Oh. Ernsthaft? Oh. Ich hätte nicht mehr wegschmeißen müssen. Vollbracht. Bis auf die da hinten. Connor, die letzte ist für dich.
Ja. Besser, wir verschwinden hier. Ach, es kommen Rotröcke, ja. Dann hauen wir mal ab. So. Oh, sind ja fast richtig gelaufen schon. Sehr gut. Ohne dass ich es wusste, wo lang. So. Oh, vorsichtig. Hä? Ach, ich muss raus. Okay. Befreiungsmission. Oh, wartet mal. Wartet. Klar, Achtung, und zwar. Klar. Ich kann nämlich die Bezirke nicht befreien. Deswegen. Befreie ich die Station und die Städte oder mache ich erst die Mission? Also die hier mache ich auf jeden Fall, weil die Ecke ja schon befreit ist, die Mitte hier. Ja, ich weiß nicht. Nee, noch nicht. Noch machen wir es nicht. Noch befreien wir sie nicht. Ja. Mensch, Connor. So, und hier? Ja, ihr Hundis. Jetzt wartet doch mal ab. Was ist denn hier? Ach, er hier. Erfahren. Wie ist dein Ale? Ist Pisse, aber besser als nichts. Mein Vater wäre angeekelt, doch nach einem Arbeitstag mit dir muss ein Mann sich dringend entspannen. Mir wäre eine hübsche Flasche Wein ja lieber, aber den Kolonien fehlt es an Raffinesse. Dein Vater? Mein Vater, er war ein großer Mann. Ein Koch in der Armee während des Siebenjährigen Krieges. Marschierte durch den ganzen weißen Norden und bekochte Montcalm und seine Offiziere, zauberte Festmahle aus Stöcken und Steinen. Als der Commander in Chief in Quebec die offene Schlacht wählte, statt Mauern zu bemannen, rief man alle zu den Waffen, auch meinen Vater. Er starb auf dem Feld, doch ich hörte, er habe tapfer gekämpft. Aber was soll's? Er ist tot. Er wäre sicher stolz. Das ist meine Hoffnung. Dass er über meine Entscheidung froh ist. Ja, so ist es. Noch mehr? Connor, hast du Zeit? Immer. Habe ich. Gut. Ich wollte dich etwas fragen. Wie kamst du zu alledem? Ich habe es nicht gewollt. Ich glaube, es sollte einfach geschehen. Ich traf den alten Mann, als ich noch ein Junge war. Achilles machte mich zum Krieger. Ja, so ungefähr. So einfach? Mir fehlt die Küche, ist das zu glauben? In dieser Welt hatte ich mehr Kontrolle, als ich in unserer je haben werde. Doch hierbei kommen mehr Menschen in den Genuss der Früchte meiner Arbeit. Und das erfreut mich. Okay. Wir können etwas ändern, wenn wir durchhalten. Wir Franzosen aus dem Norden werden nie müde. Frag unsere Frauen. Franzosen aus dem Norden, also Kanadier. Ja. Okay. Also haben wir die Ecke auch schon mal fertig. Ach, lauf. Jetzt habe ich keine Lust, ihn abzufangen. Sind das jetzt Rotröcke, die hier rumlaufen? Ich glaube schon, ja. Ja, doch, die Trommeln. Das sind ja die Trommler. Genau, so. Ja, puh. Befreien wir jetzt die Bezirke? Da haben wir komplett Assassinengebiet. Oder was sagt denn unsere Mission überhaupt? Wir sollen es ja verlassen und hier mit Hauptmission, ja.
Wisst ihr was? Wir reisen dorthin. Schnellreise. Und machen sozusagen jetzt, ja, hier Feierabend. Hahaha, wie fies, ja. Und sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wenn wir die Hauptmission starten. Ja, wir sind schon da. Trotzdem sehen wir uns dann wieder. Ja. Mal gucken, habe ich hier noch was zu sammeln? Nö. Nur noch die Captain Kids Sachen hier, Mission machen. Auf dem Schiff. Aber das war's dann auch schon. Also werde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Ja, in dieser Nacht. Wo ist der Mond? Sehe ich nicht. Sieht man nicht. Zu neblig. Also, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao euch.